Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Gesetz, was wir heute verabschieden, dokumentiert, dass wir den Trinkwasserschutz und den Gesundheitsschutz an die allererste Stelle setzen. Und symbolisch wird das dadurch deutlich, dass wir die Regelung zur Erdgasförderung aus dem Bergrecht weitgehend herauslösen und in das Wasserhaushaltsgesetz überführen. Und das hat praktische Bedeutung. Das hat zum Beispiel die Bedeutung, dass wir im Gesetz festlegen, dass im Verfahren zur Genehmigung von Bohrungen die Wasserbehörden nicht nur involviert sind, sondern dass sie de facto ein Vetorecht haben. Und die Verantwortung der Wasserbehörden ist darauf zu achten, dass die Trinkwasserversorgung gesichert ist und nicht gefährdet wird. Das machen wir durch das Gesetz und indem wir den Wasserbehörden diese Rolle zuweisen. Und das ist uns ein großes Anliegen gewesen. Wir haben es mit einem sehr komplexen Gesetz zu tun. Und deswegen gibt es Grund, auch vielen Beteiligten zu danken. Nicht nur den Kolleginnen und Kollegen, die hier im Haus sich damit befasst haben, sondern ich will es mal ausdrücklich sagen, auch den vielen Mitarbeitern der Abgeordneten, die sich Stunden und Stunden um die Ohren geschlagen haben, um mit fein ziselierten Formulierungen Ergebnisse zu produzieren, auf die wir uns hier heute verständigen. Und das ist ein Dank wert. Und in den Dank schließe ich auch die Mitarbeiter der beteiligten Ministerien ein, die uns vor einem Jahr einen aus zwei SPD-Ministerien herkommenden Gesetzentwurf vorgelegt haben, den wir in diesem Jahr, was dazwischen vergangen ist, im parlamentarischen Verfahren in erheblichen Punkten deutlich verändert haben, und zwar deutlich verändert haben im Sinne von mehr Sicherheit, mehr Öffentlichkeitsbeteiligung, mehr Zukunftsaussichten, als es ursprünglich vorgesehen war. Der eine oder andere hat es vorhin angesprochen, dass es in den Fraktionen sehr unterschiedliche Auffassungen darüber gab, wie wir das im Konkreten gestalten sollten. Und ich will ja nicht sagen, dass der eine oder andere hieran mehr beteiligt war oder von Anfang an auf der richtigen Linie lag oder später auf die richtige Linie gegangen ist. Ich will nur eins sagen, und da ich beim Danken bin: Es gibt auch bei uns jemanden, den ich zu danken habe, weil nämlich der NRW-Vorsitzende Armin Laschet mit seiner Einwirkung auf die CDU-Fraktion entscheidend dazu beigetragen hat, dass es sich bei uns ein Meinungsbild herstellen ließ, das zur heutigen Verabschiedung eine wesentliche Rolle spielt. Wie machen wir die Trinkwassersicherung? Ich will drei zentrale Punkte noch mal kurz ansprechen von den vielen, vielen Einzelmaßnahmen, die zum Teil auch erwähnt worden sind. Ein Ziel war, das Frackfluid darf nicht giftig sein. Und ich ärgere mich über die Kampagnen, die immer noch behaupten, wir produzieren Gift in die Erde. Es ist kein Gift. Und ein zweiter Punkt ist wichtig in dem Zusammenhang: Das Frackfluid muss zurückgewonnen werden. Beide Dinge sind ein wesentlicher Bestandteil zur Sicherung und zur fehlenden Gefährdung, zur Sicherung unserer Trinkwasservorräte. Ein zweiter Punkt, der erst im Laufe des Verfahrens eine immer größere Bedeutung gekriegt hat, ist die Frage des Umgangs mit dem Lagerstättenwasser, das wir aus großen Tiefen in stark belastetem Zustand bekommen und das bisher in geeigneten Formationen oberflächennah zum Teil wieder entsorgt wurde. Dieses Lagerstättenwasser wird jetzt zurückgehen dorthin, wo es hergekommen ist, nämlich in die Tiefen, in die Lagerstätten, aus denen es ursprünglich stammt. Da gehört es hin, da gehört es hin. Und da es zum Teil sogar oberflächlich aufbereitet wird, einige Stoffe werden entfernt, kann man sagen, es geht sauberer in die Tiefen zurück, als es rausgekommen ist. Aber es ist sicher entsorgt. Das ist der entscheidende Punkt. Und der dritte Punkt ist: Wie gehen wir mit dem Schiefergas um? Die Schiefergasregelung, die wir getroffen haben, es ist mehrmals gesagt worden, ist eine Regelung, die ein unbefristetes Verbot enthält. Ein unbefristetes Verbot heißt ganz einfach, kleine Nachhilfe im Parlamentarismus, wenn nicht irgendein Bundestag hingeht und ein Gesetz macht, dieses Verbot aufzuheben, ist es auf Dauer so. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen und den anderen Kritikern, selbst wenn wir Ihrem Gesetz auf absolutes Verbieten von Fracking zugestimmt haben, hätte der nächste Bundestag es wieder aufheben können.
So, jetzt muss ich aber was fragen. Erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Behrens? Bitte. Gut. Vielen Dank, Herr Kollege Möhring, dass ich die Zwischenfrage stellen kann. Sie haben eben darauf hingewiesen, dass die Fracking-Flüssigkeiten dann wieder an der gleichen Stelle zurückgepresst werden sind, aus denen sie gekommen sind. Dass sie unterschiedliche Qualität haben, wenn sie runtergegangen sind und draufgekommen sind, das wissen Sie. Sie sagen, alles ungefährlich, alles kein Problem. Wie erklären Sie sich das, dass die Monitoring-Ergebnisse, die gerade diese Frage auch untersuchen sollte, bislang in Niedersachsen nicht veröffentlicht worden sind? Herr Kollege, ich vermute, Sie meinen Lagerstättenwasser, nicht Frackfluid in Ihrer Frage. Ich kann über die niedersächsischen Verhältnisse im Detail nichts sagen. Ich weiß nur, dass es natürlich den ein oder anderen Störfall gegeben hat, der damit zu tun hat, dass wir an der Oberfläche zum Teil falsche Rohrmaterialien benutzt haben und ähnliches mehr. Das ist aber Sache der Genehmigungsbehörden, darauf zu achten, dass das eingehalten wird. So, komme ich zurück zu dem Punkt. Und auch wenn wir jetzt kein Fracking-Verbot haben, könnte der nächste Bundestag ein solches beschließen. Gesetzgebung ist immer frei. Und wenn im Bund, und wenn in diesem Gesetz drin steht, dass bis 2021 der Bericht vorgelegt werden soll und der Bundestag dann darüber beschließen kann, der kann auch 2020 darüber beschließen, der kann auch 2025 darüber beschließen. Das ist alles offen. Aber wir sagen für hier und jetzt ein unbefristetes Verbot mit Ausnahme von 4 Probebohrungen, die Erkenntnisse gewinnen sollen. Und das haben wir auch in unserem Koalitionsvertrag von vornherein schon so festgelegt. Also, betrachten wir die Tatsachen und befassen uns nicht mit Schlagworten oder falschen Behauptungen. Denn wer keine Argumente hat, der greift dazu, Angstkampagnen zu produzieren und auf diese Weise zu versuchen, ein öffentliches Klima herbeizuführen, das für eine sachliche Lösung keinen Platz hat. Wir haben hier eine sachliche Lösung und darauf bestehen wir auch. Die Bevölkerung kann sehr beruhigt sein, wie wir mit dem Thema umgehen. Wir wollen den Ausstieg aus der fossilen Energieversorgung. Und dann wird uns entgegengehalten, dann sollen wir doch das Gas in der Erde lassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gas, was wir in Deutschland fördern können, ist vom Umfang her das, was wir in unserer chemischen Industrie als Rohstoff brauchen. Wir brauchen das nicht zur Energieerzeugung. Und wenn wir eine vollständig dekarbonisierte Energieversorgung hätten, dann könnten wir immer noch diese Gasversorgung gebrauchen, um uns selbst zu versorgen. Woher kommt denn unser Gas jetzt? Es kommt aus Holland, aus Norwegen, aus Russland und in einem kleinen Teil aus Eigenversorgung. Und wenn ich mir angucke, wie die Situation ist, dann ist die Förderung aus Holland und aus Norwegen absteigend. Und alles, was wir zusätzlich brauchen zurzeit und jedes Jahr 1 bis 2% mehr, importieren wir aus Russland. Und wer sich die Förderbedingungen anguckt und wer sich anguckt, wie über 5000 Kilometer Gaspipeline bedient werden muss, und wer weiß, wie viele Verluste von Erdgas es auf diesem Wege gibt, dem kann ich nur sagen, wenn es ihm um einen globalen Umweltschutz gilt, dann muss auch hieran gegangen werden. Und die Versorgung, die wir selber machen, unter völlig anderen Bedingungen, ist wesentlich besser. Und deswegen sage ich schlicht und einfach, mir ist jeder Kubikmeter Gas, der in Deutschland unter deutschen Umweltstandards gefördert wird, lieber als jeder importierte Kubikmeter aus Russland, von der Versorgungssicherheit mal ganz abgesehen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, stimmen Sie diesem Gesetz heute zu, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Wir sind es. Vielen Dank, Carsten Möhring. Nächster Redner für die SPD, Johann Saathoff.